Blick in die Sterne bedeutet auch immer, ich schaue nicht allein nach oben. Nein, das tut mit mir Michael Allgeier. Guten Morgen. Guten Morgen, hallo, grüße dich. Micha, lange nicht gehört, lange nicht gesehen und doch wiedererkannt. Das ist schön. Ja, du siehst immer noch so blühend frisch und jung aus wie eh und je, lieber Micha, wenn ich dir das mal so sagen darf. Hoffentlich sieht man jetzt nicht, dass ich rot werde, aber ich hoffe, dass es noch länger so bleibt. Ernährst du dich eigentlich vegan? Nein. Nein, aber ich war 20 Jahre lang Ovo-Lacto-Vegetarier, heißt es, glaube ich. Also, ja, inzwischen esse ich aber wieder Fleisch. Aber wahrscheinlich auch nicht so häufig, ne? Das ist dann... Ja, ich versuche so ein bisschen bewusster damit umzugehen. Ich meine, man muss schon schauen, was für ein Fleisch man isst, denke ich, heutzutage. Genau, absolut richtig. So mache ich es auch. Ab und an mal darf ein Stück Fleisch ran. Einer, der wahrscheinlich auch Fleisch isst, ich weiß nicht, wie ausgesucht, ist einer, über den wir heute sprechen möchten, Dirk Nowitzki. Es gibt einen Film von ihm jetzt im Kino, Der perfekte Wurf. Und ich glaube, Dirk Nowitzki hat selber gesagt, er weiß gar nicht, was an seinem Leben so spannend sein soll, dass man das verfilmen muss, aber scheint trotzdem gut anzukommen, der Film. Ja, der Dirk Nowitzki ist ein unglaublich bescheidener Mensch immer gewesen. Und es gibt einen Grund, warum der Regisseur den hat, der ja auch das Wunder von Bern verfilmt hat, jetzt über Dirk Nowitzki einen Dokumentarfilm macht. Er ist einer der besten Basketballer aller Zeiten. Das ist der Hauptsport in den USA. Der ist dort so groß wie bei uns Fußball. Aller Zeiten, muss man sich vorstellen, und einer der größten Sportler Deutschlands aller Zeiten. Also er ist eine lebendige Legende und sein Aufstieg vom Jungen, der im Dorf gespielt hat, zum Weltstar mit einem Mann, mit dem Holger Gschwindtner, der ihn entdeckt hat, der ihn gefördert hat, der ihm unglaublich ungewöhnliche Trainingsmethoden gelehrt hat, das ist schon sensationell, das ist schon unglaublich. Also er hat zum Beispiel nach Jazzrhythmen Basketball trainiert, er hat Yoga gemacht, er macht Yoga, er spielt Gitarre und Saxophon. Also es ist ein stiller, ein bescheidener Mensch, aber es ist ein sehr ungewöhnlicher Mensch. Und sein Vater hat mal gesagt, er ist mehr stolz auf sein soziales Engagement als auf seine überragende sportliche Karriere. Das, finde ich, ist schon mal eine Aussage. Also der ist immer auf dem Boden geblieben. Und wenn man das jetzt sieht, ich habe leider keine Geburtszeit, deshalb auch keinen Aszendent von ihm, aber der Sternenstand spricht Bände. Seine Sonne steht in den Zwillingen in einem günstigen Winkel zu Saturn. Das sind immer sehr stabile, bodenständige, aber auch ehrgeizige Menschen. Und er hat eine überragende Jupiterstellung. Jupiter steht im Krebs, erhöht, im besten Winkel zu Uranus. Das heißt, er ist immer für eine Überraschung gut. Er hat was sehr Frisches. Und Mars, der Planet, der für Sportler wichtig ist, der steht in der Jungfrau. Und das ist interessant, das haben auch Jungfrau ist ja das Zeichen der Beweglichkeit, der Anpassung. Mars in der Jungfrau, Mars in den Fischen haben oft auch sehr gute Fußballer, die sich sehr gewandt, sehr beweglich sind. Und der Dirk Nowitzki, der ist 2,13 Meter groß, kann sich bewegen wie eine Schlange. Also das ist unglaublich. Und er gilt als der treffsicherste Spieler überhaupt. Also ein sehr, sehr gutes Horoskop, an dem man absehen kann oder schon vorher wahrscheinlich absehen konnte, was mit Dirk Nowitzki möglicherweise passieren kann. Und dazu hätte ich die Uhrzeit gebraucht und dann wäre es auch noch schwierig gewesen. Aber man kann schon reflektieren. Also er hat schon eine unglaubliche Anlage, das ist schon wahr. Und man sieht auch aus den Worten, was du so erzählt hast und auch wie Dirk Nowitzki sich nach außen gibt, man muss kein fieser Mensch sein, um weiterzukommen im Leben. Ne? Also du hast schon gesagt, das soziale Engagement ganz, ganz groß. Und er macht auch bei jedem Interview so einen total entspannten und sehr, sehr lieben Eindruck. Ja, nein, der Dirk Nowitzki hat alles durch Leistung, durch eine Vision, durch eine Idee gemacht, durch Arbeit natürlich auch. Das ist so typisch von so saturnischen Menschen. Er hat einen sehr starken Saturn. Die bleiben immer dran, die gehen immer weiter, die fühlen ihr Leben, wie wenn sie auf einen großen Berg hinauf müssten.
Und er ist einfach ein seriöser Arbeiter, muss man auch sagen, weil Talent ist eine Sache. Der Erfolg, die Arbeit, das ist mindestens 80-90% davon. Und es ist ein Klischee, dass man immer diese Ellbogen braucht, dass man immer die anderen wegstoßen muss. Er hat das Gegenteil bewiesen. Also das hätte jetzt auch eine Beschreibung von dir sein können. Auch du arbeitest immer hart, aber mit Spaß dabei. Lieber Micha, das war's schon wieder. Dankeschön. Menschenskinder, ganz lieben Gute Dank. Gute Sendung noch. Ja, danke und eine schöne Restwoche noch. Dankeschön. Bis auch. Bald, Micha. Bis dann. Tschüss. Ja, ganz lieben Dank, Michael Alger. Das war der Blick in die Sterne.